Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Wirtschaftssendung Wirtschaftslokal. Wir sind jetzt vor einem neuen Geschäft in Kundl, direkt in der Dr. Bachmannstraße. Wie man hinter mir unschwer erkennen kann, ist da ein Kinderwagen. Es ist aber auch eine Batterie drinnen, es sind Uhren drinnen, es ist Autozubehör da. Wir treffen uns jetzt mit dem René, weil der hat in Kundl jetzt ein Geschäft gemacht für Autozubehör und noch einiges mehr, wie man da sieht. Hallo René. Servus Peter. Ja, du bist noch beim Arbeiten. Dann warte noch kurz, oder? Ganz gleich gerade noch die Bestellung fertig machen für den Kunden. Nachher, ich bin ein paar Sekunden bei dir. Ganz gleich, gell? So René, bevor wir jetzt anfangen, die Sendung zu drehen. Beim Herfahren hat das Auto jetzt halt aufgeblinkt, dass Kühlwasser fällt. Hast du das auch da? Machen wir gleich, Peter. Halt da. Okay. Sag ich René, da rein? Nein, nicht da rein. Da darfst du das nicht rein, das ist Scheibenreiniger, sondern da ist die Kühlflüssigkeit, wo wir es reinlangen müssen. Und wie viel auch jetzt rein? Bis zum oben angeführten Strich, da wo Maximum ist. Siehst du das? Ja. Da, lass es einmal rein. Mein rosarot. So, la. Noch ein kleines bisschen besser. Passt. Was tust du jetzt mit dem Rest? Will ich mir nicht zurückgeben. Fürs nächste Mal gehalten, oder? Das war gerecht zum Aufgehalten. Den Koffer meine ich. Okay. Das läuft nicht an. Sehr schön. So. Passt das? Passt. Perfekt. Super. Dann können wir da auch gleich was rein. Da hast du es auch da. Ja. Dann haben wir scheinbar schon eine kleine. Ja. Dann haben wir alles. Also René, das heißt, alle Verbrauchsmaterialien, was man fürs Auto braucht, hast du so da? Ja, das ist halt da. Ja, dann tue ich das jetzt noch einladen und nachher drehen wir drüber. Das ist echt spannend. Passt, mach mal. So, la. Okay, das war's. Und jetzt gehen wir dran. So, also das ist, wenn man was tut, gell? Und auch wenn man nur Flüssigkeit nachgefüllt hat oder Kaffee nachher, das passt schon. Danke. Das ist auf alle Fälle. Mach mehr gern. René, das Geschäft hast du richtig, richtig nett beieinander. Die Leute haben das ja schon auf KPTV gesehen, weil es war vor kurzem die Eröffnung. Ja. Jetzt hast du ein paar Tage offen. Wie waren so die ersten Tage oder die ersten Wochen? Sehr spannend. Es war sehr interessant. Jeder Tag ist abwechslungsreich. Ich habe mir nicht gedacht, als die Resonanz so gut ist, die ersten paar Tage schon. Und das freut mich jeden Tag, wo ich in meinem Geschäft drinnen stehe. Wir werden jetzt dann anschließend natürlich uns die ganzen Produkte und die Produktgruppen anschauen. Das ist ja wirklich, obwohl es ja kein großes Geschäft ist, gibt es unheimlich viele Sachen, die du hast. Aber bevor wir anfangen, möchte ich schon ein bisschen gerne über die reden. Ich meine, die kennen die Leute natürlich. Die kennen die Kundler, die kennen mein Umfeld. Aber vielleicht ganz kurz, wenn du ein bisschen so die wichtigsten Dinge über die erzählst. Was gelernt hast zum Beispiel, weil das ist ja passend zu dem Geschäft. Ja, ich bin gelernter Mechaniker. Ich habe die Ausbildung bei Renault Langebner in Wörgl gemacht. Nach der Lehre bin ich auf eine Tankstelle gegangen, zu meinem Cousin. Da habe ich 1,5 Jahre verbracht. Danach habe ich mir gedacht, ich gehe als Kundler, gehe mir in die Bio rein, so wie man sagt, halt, als Maschineneinrichter. Da bin ich auch 3,5 Jahre lang gewesen. Und danach bin ich zu einem anderen Ersatzteilhändler gegangen. Und da warst du ja jetzt einige Jahre. Das heißt also, das, was du jetzt hast, diese Produkte, die du jetzt verkaufst, die hast du schon als Automechaniker verwendet und du hast es aber einige Jahre lang verkauft. Wenn du jetzt da jetzt hast es verkauft, warum auf einmal dann zu sagen, jetzt wäre ich selbstständig oder jetzt mache ich ein Geschäft auf? Der Traum war aber schon so, dass ich sage, ich möchte mich selbstständig machen in der Hinsicht, weil die Schrauferei, das ist, oder besser gesagt, in dem Metier sein. Das verklang auf. Ich habe schon daheim in der Sandkiste die Sachen zurück oder sonstiges. Als man sagt, man hat einen Backer auseinandergeschraubt, wieder zusammengebaut. Und da hat man halt die Mittel oder die Sachen, was ein Mechaniker braucht. Also er sagt, er kann das Fahrzeug wieder richtig in Stand setzen, dass es wieder rollt. Als die Kunden, der Endverbraucher zufrieden ist. Also hast du einen Traum erfüllt. Jetzt, wie du das Geschäft aufgespart hast, habe ich natürlich einige Leute geredet und so weiter. Und was ich so ein bisschen der Grund noch, und das ist jetzt ein bisschen kritisch, was ich sage, ist, ein Autogeschäft oder Autozubehörgeschäft in Kundl aufzumachen,
braucht man das? Ist das ein Risiko? Du wirst ja da wirklich Gedanken gemacht haben. Ich meine, auf der anderen Seite bist du ein Grundler. Aber ja. Warum genau Grundl und warum genau die Branche? Die Branche ist, weil ich sie liebe. Ich sage, weil das ist einfach meine Sache ist, weil ich es gelernt habe, von der Pike auf sozusagen, weil man ein Grundler ist. Und es läuft eigentlich alles. Jeder schätzt sein Auto, dass einfach, dass man alles kriegt, was man haben und was man braucht fürs Auto. Und der Standort, wo ich jetzt da drinnen bin, der Dr. Bachmannstraße, hat, was man viel nicht meint, dass da sehr, aus kleinen Firmen sehr große geworden sind. Ja, ich meine, das Blumengeschäft wissen wir jetzt, oder? Die Iris war ja vorher da, die hat groß gebaut. Was war vorher noch da? Es war zum Beispiel die Datacon war drinnen. Wie groß ist die jetzt? Ja. Vielleicht geht es mehr so. Ja. Also da ist noch einiges vor. Das auf alle Fälle. Gut, und ich bin überzeugt, dass nach der Sendung auch sehr viel Leute kommen, weil es gibt einfach viel spannende Sachen. Also nicht nur für deine Zielgruppe ist ja nicht nur der ambitionierte Autobastler, Schrauber, wie man das so nennt, sondern wer kauft bei dir ein oder wer kommt bei dir einkaufen? Es können auch die Damen bei mir einkaufen, zum Beispiel mit Kindern. Wenn man sagt, man braucht einen Kindersitz oder einen Kinderwagen, haben wir auch da, was eigentlich... Kundl hat jetzt durch die Sandor-Aufstockung zum Beispiel den Kindergarten. Da haben wir zum Beispiel einen lagerten Kindersitz, was für jedermann brauchbar ist. Und ich habe gesehen in der Auslage draußen, jetzt werden wir schon für die Kindersitze, jetzt gehen wir natürlich, aber du hast ja einen Kinderwagen auch draußen. Das stimmt. Kannst du Kinderwagen auch? Ja, haben wir. Verkauft man von Neugeborenen bis zum erwachsenen 12-Jährigen. Aber in dem Fall alles von der Marke Recaro. Das ist richtig, ja. Es ist, mir ist sehr wichtig, für Sicherheit und aus den Stoffen her sehr freundlich, dass die Kinder da nichts passiert. Und man weiß, von Rennsport her ist die Marke Recaro sehr bekannt. Und die Sicherheit sollen auch die kleinen Fahrer im Auto haben. Also wenn man das jetzt vergleicht, das weiß ich, in die Nachbargemeinde, die aus einem oder anderen Einkaufszentrum, wo es ja auch Kindersitz gibt, dann gehe ich mal davon aus, dass du da bessere Service hast, eine bessere Beratung hast, eine bessere Qualität hast und höchstwahrscheinlich wird der Preis auch nicht so großer Unterschied sein, oder? Nein, der Preis ist nicht relevant eigentlich, als man sagt, du, es ist einfach die Beratung, auf das kommt so. Okay, also scheint sehr spannend zu sein. Und wenn wir jetzt einmal die Produkte uns anschauen, die Produktgruppen, was hast du alles und dann schauen wir es uns einmal wirklich im Detail an. Zum Beispiel für die Unterbodenschutz zum Beispiel haben wir sehr viel Lagern da. Als man auch sagt, auch zum Beispiel, wenn man einen Blechschaden hat, den was ja jedermann eventuell selber machen kann, je nachdem, als man einen Kit hat zum Beispiel, und auch die Pflegeprodukte von innen und außen, von der Marke Bulletop. Okay, und das schauen wir uns jetzt einfach einmal an. Ja, machen wir das. Also das ist das ganze Unterbodenschutz und so weiter. Was mir jetzt auffällt, du hast ja leider eine Marke. Das stimmt, ja. Ich habe mich für eine Marke entschieden, dass man sagt, alles aus einer Hand im Prinzip. Dass man nicht sagt, man muss verschiedene Produkte mischen. Wer weiß, es sind chemische Sachen dabei, welche Reaktion hast du deshalb. Und das Produkt ist ineinander in sich abgestimmt. Okay. Und woher ist das? Es ist ein österreichisches Produkt. Mhm. In Tirol ist auch der Hauptvertrieb. Okay. Und in Wien ist ein großes Lager für diese Marke. Und das Produkt ist jetzt etwas, was natürlich der Bastler, der Autofahrer kauft. Aber du hast ja vorher gesagt, es können auch Werkstätten einkaufen. Warum in dem Fall? Weil da hast du den Vertrieb für? Für den Raumunterland heute halt den Vertrieb. Hat man die Firma zugesichert. Ja. Und die werden wir demnächst mit den Werkstätten in Verbindung setzen. So, und jetzt steht der Frühling vor der Tür. Frühling heißt, das Auto wieder zu putzen, den ganzen Schnee, den ganzen Winter wegzuwischen. Und da hast du auch die richtigen Pflegemittel da. Was verwendet man da jetzt im Idealfall? Also man sagt im Idealfall, innen einmal erstmal wieder das Armaturenbrettel richtig putzt. Mit einem Kunststoffpfleger kriegt man am Seitenmatt Glanz nicht mehr. Also man sagt, wenn man das Armaturenbrettel anwischt, dass es nicht spiegelt innen. Also man sagt, man putzt da die Windschutzscheiben richtig, sauber, schlierenfrei. Da haben wir einen sehr guten Glasreiniger da. Und einen Teppichreiniger, was man hat. Für die Außenpflege haben wir da zum Beispiel ein Shampoo. Also man es wascht und nachher, wenn man es angeledert hat, dass man sagt, man kann mit der Bulletin darauf arbeiten, dass man das Auto wieder wie neu ausschaut. Okay, bevor wir jetzt dann weitergehen, was ich jetzt da sehe auf dem Ständer, du hast auch Öle da, oder? Die praktisch für alle Autos, oder wie schaut das aus? Ich decke 80% der Öle da, habe ich da. Bis auf ein, zwei Marken habe ich nicht lagernd,
aber die sind innerhalb von ein, zwei Stunden sind die da. Also wenn jetzt einer Öl wechseln will, Öl nachfüllen, gibst du irgendwelche Tipps? Also im Prinzip sollte er beim Tanken immer kontrollieren, oder? Das stimmt, ja. Wenn man sagt, also wenn man bei Minimum ist, dass man auffüllt. Und da haben wir zu 80% haben wir das Öl lagern da. Also nicht warten, bis irgendwas rot aufleucht und sagt, Achtung, Achtung, Öl nachfüllen, sondern das sollte man schon vorher machen. Dann ist meistens zu spät. Ja. Und dann kriege ich einfach her und sage meine Automarke oder man sieht es ja, wenn es draußen steht und dann hast du es mehr oder weniger da. Wenn du es nicht hast, kriegst du es in ein paar Stunden, hast du gesagt. Ja, richtig. Und zum Beispiel, jedes Auto braucht verschiedene Öle. Schauen wir lieber rein in den Computer, dass man sagt, dass ja das richtige Öl ist, nicht die falsche Viskosität hat. Jetzt gehen wir hinter rein, weil du hast ja nur ein Riesenersatzteillager da hinten. Richtig. Also da sieht man jetzt, du hast einiges an Zeug da. Wenn wir jetzt vielleicht da gleich anfangen, Scheibenwischer, ein Verbrauchsmaterial, oder? Ja, für jede Automarke lagernd. Ja. Auch eine bekannte Marke natürlich, oder? Mit Heller. Heller, ja. Und etwas, was natürlich nicht nur im Winter wichtig ist, ist das Thema der Batterie, oder? Aber die Marken sagt mir jetzt nichts. Also ich kenne Heller, aber was ist das? Moll? Moll. Sagt mir jetzt weniger oder eigentlich gar nichts. Es ist ein deutsches Produkt. Ist in der OE-Ausrüstung, in der Erstausrüstung, bei der sehr viel vertreten bei den deutschen Fahrzeugen. Okay. Also da sind wir jetzt bei einem Produkt. Scheibenbremsen, da sind wir jetzt nicht so sehr bei dem normalen Autofahrer oder der bei dir was kauft, sondern da sind wir schon eher bei dem ambitionierten Schrauber bzw. bei der Werkstatt. Das stimmt, ja. Das ist für die Werkstatt, das wird nur ein Fachpersonal wechseln. Das ist eine Marke, was mir jetzt auch nicht gesagt weiß, weil ich halt nicht in einer Werkstatt bin, oder? Das stimmt, ja. Aber die ist bekannt in der Branche. Ist bekannt in der Branche, ja. Wo man sagt, du, es ist wieder bei den deutschen Fahrzeugen in der OE. OE hast wieder Erstausstattung. Ja. Aber wie kostet jetzt, ich meine, es gibt so viele verschiedene Autotypen und so viele verschiedene Automarken. Da muss ja hunderttausende verschiedene Bremsscheiben geben. Die kannst du ja nicht alle lagern haben. Nein, das habe ich nicht. Ich habe ungefähr die Top 10, was man sagt, für eine Werkstatt, was wichtig ist, dass man sagt, die habe ich lagernd. Und sonst ist innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von zwei Stunden, vier Stunden oder sechs Stunden da. Also das heißt, für die 10 wichtigsten Fahrzeugtypen ist das sogar lagernd? Ja, richtig. Okay, spannend. Du, es war ja heuer ein besonders kalter Winter. Ist da Zinkkerzen auch etwas, was man im Winter mehr braucht? Es ist mehr. Oder mehr ausgetauscht worden? Es ist ein bisschen mehr ausgetauscht worden. Auch Zündkerzen, gleichwertig Glühstifte, was wir da haben. Zum Beispiel, die sind im Winter sehr häufig heuer hier gewesen. Gut, und was ist jetzt das Rote da? Das Rote sind Spurglenker, Drucklenker, gewisse Achsteile, Stabi, was man jetzt da zum Beispiel oft, wird das oft defekt, soll deine Fachwerkstätte austauschen. Und das kriege ich auch bei dir. Perfekt. Dann schauen wir weiter. Also René, was mir wirklich auffällt ist, das schaut sehr professionell aus. Ob das jetzt der Teppich ist mit dem grünen Streifen, dieses Bild, was du auf der Decke hast, dein Logo, alles ist sehr wohl durchdacht. Das scheint also schon, du hast schon einige Zeit daran gearbeitet, oder? Dieses Geschäft zu helfen. Das ist jetzt nicht so. Das stimmt, ja. Das ist nicht von heute auf morgen gekommen, sondern die Planung ist fast über ein Jahr gewesen. Okay. Dass man sagt, das Innendesign, dass man sagt, die Decke mit dem Auto, das Firmenlogo und meine Produktpartner, dass man sagt, du, ich hab sie nicht, die findet man nicht von heute auf morgen sozusagen, sondern auch, sind auch speziell gewählt. Und wenn wir da jetzt gerade so vor dem Bildschirm stehen, also nicht normal hinten sind da die Bildschirme, sondern jetzt vorne zum Kunden hingewandt, was hat das jetzt für Bewandtnis? Dass man sagt, zum Beispiel der Kunde oder die Werkstatt Krim möchte das Teil anholen, dass man sagt, wie schaut das Teil eventuell aus, bevor man es bestellt, dass wir das richtige Teil haben zum Beispiel. Zeigt man ein Foto, wenn der Mechaniker weiß, wie es ausschaut, dann kann er sagen, gibt man es okay und dann bestellen wir es direkt. Was mich jetzt ein bisschen überrascht hat, ist beim Autozubehörgeschäft, da hinten die Vitrine, da sind jetzt Sonnenbrillen drinnen, da sind Uhren drinnen. Wärst du jetzt ein Sonnenbrillen- und Uhrenhändler oder warum das? Nein, warum nicht? Eine Sonnenbrille gehört auch zum Auto dazu, oder nicht, stimmt, Peter? Ja. Weil, so wie früher der Fuchsschwanz. Oder? Ja, richtig. Fuchsschwänze gibt es nicht mehr, oder? Und den Wackeltackel gibt es auch nicht mehr. Das war wieder, das sollte man wieder machen, oder? Ja, wäre eine Überlegung wärst, nicht? Aber ich habe mir gedacht, Sonnenbrillen braucht jeder. Kann jeder haben, zum Beispiel, außer wenn man eine optische Brille hat, die habe ich leider nicht. Aber sonst.
Aber wenn wir gesagt haben, mit den Bayern, die Abzeichbüttel, du hast Autoradio sogar da. Ich habe eigentlich gemeint, Autoradio gibt es praktisch nicht mehr, weil in jedem Auto ein Autoradio eingebaut ist. Aber du hast ja auch eine tolle Marke. Ja, ich habe die Marke GVC. Und auch, wenn er für die älteren Fahrzeuge sind, ist ja älteres Baujahr, braucht auch hin und wieder ein Radio. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, nehmen wir das dazu. Okay, und da hast du auch ein bisschen was lagern. Das heißt, also die Leute können sich das anschauen. Man kann sich sein Autoradio aussuchen, beziehungsweise natürlich alles bestellen. Es ist alles bestellbar. Ich habe drei Modelle lagernd, wo man sagt, einen mit Bluetooth, einen mit MP3-Funktion und einer, was sogar zwei Handys mit Freisprechanlage hat. Mhm. So, René, jetzt haben wir die vorgestellt, jetzt haben wir dein Geschäft vorgestellt, deine Produkte vorgestellt. Also es ist echt spannend, was du alles hast. Und du weißt ja, wie viele Leute bei KBTV zuschauen konnten und Umgebung. Und jetzt hast du natürlich die Gelegenheit, deine zukünftigen Kunden einzuladen. Mir würde es gefallen, der was mir in meinem Geschäft besucht. Vielleicht kaufen manche was, vielleicht auch nicht. Oder es einmal gesehen hat, was wieder Neues in der Dr. Bachmann-Straße gibt. Okay, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Die Leute können einfach vorbeikommen und sich die Sachen mal anschauen. Pflegeprodukte und so weiter. Du hast ja alles. Das stimmt. Und liegst ja auf einer wirklich tollen Strecke, wo viele Leute vorbeifahren und die richtigen Kunden natürlich da sind. Also alles Gute, viel Erfolg. Und wenn es irgendwas Spannendes zum Erzählen gibt, meldest du einfach, dann machen wir eine Sendung draus. Mach mal bitte. Viel Erfolg. Dankeschön. Das war jetzt eine spannende Sendung, weil es immer schön ist, einen klassischen jungen Unternehmer vorzustellen. Und ich hoffe, dass viele Leute die Gelegenheit nutzen, den René zu besuchen, weil es gibt wirklich tolle Produkte und alles ums Auto braucht jeder von uns. Bis zum nächsten Mal bei der nächsten Sendung Wirtschaft lokal.